mit Produkten aus der Region für die Region. Herzlich willkommen bei Jeannette Kocht. Champignons habe ich gerne roh, backen oder braten. Am liebsten habe ich es mit Anken, Knoblauch und Schnittlauch. Heute zeige ich Ihnen meine falschen Schnecken mit Champignons. Champignons waren schon 1670 am französischen Hof als Delikatesse begehrt. Der Champignon braucht ein feuchtwarmes Klima, einen hochwertigen Nährboden, Dunkelheit und 3 Wochen Zeit. Der Roland von Arburg von Wellwil und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren während 365 Tage im Jahr jeden Tag über 8 Tonnen von dem feinen Pilz. Für 4 Personen brauche ich 16 mittelgrosse Champignons. Der gesalzene Napfgoldanken kommt von Toni und Helen Kaufmann aus Hergiswil bei Willisau. Der Hans Blaser aus Rausmau liefert das ganze Jahr den frischen Schnittlauch. Und dann brauche ich noch Zitronen, Knoblauch, Paniermehl, Senf, Toastbrot, Salz und Pfeffer. Bei den Champignons drehe ich den Stiel raus. Diesen Stiel tue ich auf die Seite und brauche es nächstes Mal als Salatbeilage. Eine Pfanne habe ich mit Wasser gefüllt. Da gebe ich den Saft von einer halben Zitrone rein. Das lasse ich heiss werden und tue die Champignons etwa eine Minute blanchieren. So bleiben die nachher im Ofen schön saftig und werden nicht schmurig. Dann leere ich das Wasser ab und trockne die Champignons ein bisschen ab. Den Schnittlauch schneide ich in feine Ringli. Der gesalzene Anke ist zimmerwarm. Dann habe ich eine Schüssel gegeben und gebe den Schnittlauch dazu. Dann presse ich Knoblauchzinken rein und gebe noch 2 Esslöffel Paniermehl und ein bisschen Senf dazu. Mit Salz und Pfeffer würzen und gut untereinander machen. Das Brot habe ich etwas getoastet. Ich tue ein Viertel und lege es in einen Gratin vor mir. Champignons fülle ich mit dem Kräuteranken und lege es auf das Toastbrot drauf. Jetzt kommt das für etwa 20 Minuten bei 200 Grad in vorgeheizten Backofen rein. Das serviere ich als Vorspeise oder zum Apéro. Und dann noch etwas. Wenn Sie keine Zeit haben, um den Kräuteranken selber zu machen, nehmen Sie einfach den fixfertigen regionalen Kräuteranken von Sandra Orlemann von Sempach. Bis am nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Mit Produkten aus der Region für die Region.